3 zu 4 gegen Manchester United, sehen wir es positiv. Großes Entertainment für die Zuschauer im Stadion, oder? I think so. The entertainment is important, but of course we... Ja, so ist es. Unterhaltung ist natürlich wichtig, aber auch wenn es gegen United ging, wir wollten ein gutes Match spielen. Wir haben schönen Fußball gezeigt heute. Das war ein gutes Spiel von uns, aber wir sind schon ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende nicht gereicht hat. Aber im Großen und Ganzen war das guter Fußball und wir sind trotzdem zufrieden. We showed a lot of good football and yeah, we have to be happy. Guter Fußball war sicherlich auch dein Tor. Es war sehr trickreich. Ja, Lars hat reingeflankt und der Hackentrick war dann das einzig Logische, was ich tun konnte in dem Moment. Und dass ich die Bude gemacht habe, freut mich natürlich sehr. Das war ein tolles Tor und gerade für einen Stürmer ist es natürlich immer schön zu treffen. Ich hoffe, das geht in der kommenden Saison genauso weiter. Stichwort Tore in der Zukunft. Es gibt noch ein Testspiel gegen Osnabrück und dann geht es im DFB-Pokal gegen Nöttingen. Wie blickst du auf die beiden Partien? Es ist schon gut, noch das Spiel gegen Osnabrück zu haben, bevor es im Pokal ernst wird. Das Spiel müssen wir natürlich nutzen, um dann am Wochenende richtig fit zu sein. So we can be fit for next weekend. Mit wem hast du dein Trikot heute getauscht? Andersson. Moa, thank you very much. Thank you. Bye.